So, heute komme ich noch mal zu einer weiteren politischen Persönlichkeit aus Schleswig-Holstein, die überall ihre Finger drin hat. Und das ist Wolfgang Kubicki, der ist ja unser Rotweinbaron, der selbsternannte Rotweinbaron, hat es jetzt ja bis in den Bundestag geschafft. Als Bundestag-Vizepräsident sitzt er da zwischen seinen Präsidenten und lässt es sich da gut gehen. Und ja, bei Wolfgang Kubicki, da scheint ja auch irgendwie doch auf eine Art auch irgendwie so eine, doch ein bisschen so eine zwielichtige Person zu sein, würde ich mal so sagen. Wenn man so sieht, die ganzen Skandale, die er eigentlich auch in Schleswig-Holstein immer begleitet oder auch in verwickelt war, zum Beispiel fängt das ja an mit der sogenannten Schönberg-Affäre. Da ging es ja damals um diese Mülldeponie, die ja in der Wende da zur Disposition stand. Und da hatte Wolfgang Kubicki natürlich auch seine Finger drin. Und da war ja natürlich ein Skandal, irgendwie wurde ja da, ja, wollen wir mal sagen, heraufbeschworen. Und da ging es um 800.000 Mark, die er ja bekommen hat, dafür, dass er das abgewickelt hat. Und das lief ja wohl alles nicht so ganz günstig. Und da hat er ja doch durch diesen Druck, hat er ja sich sogar schon mal überlegt, ob er nicht mal sich in der Ostsee ertränken sollte. Aber den Gedanken hat er ja anscheinend schnell verworfen. Also das war ja damals ziemlich ein großer, ja, sagen wir mal, herbeigeführter Skandal oder hätte es sein können. Zwar ist er nie richtig, ist er ja eigentlich nie verurteilt worden, aber ein komisches Geschmäckle hat das sowieso. Aber das haben jetzt die meisten schon vergessen. Aber man sollte sich das über die Schönberg-Affäre mal insofern durchlesen, weil es ja doch auf eine Art, wenn man darüber nachdenkt, merkwürdig ist, wie er da rangekommen ist und auch diese Postenschieberei, die damals ja auch schon da war, da hat einer dem anderen ja auch geholfen. Aber da muss man sich das umfangreich nochmal nachlesen über die Schönberg-Affäre. Da stehen jetzt ja auch Artikel drin. Aber das ist im Moment auch nicht mal das Wichtigste. Da fängt das ja alles an. Und dann geht das ja weiter, wo Wolfgang Kubicki natürlich groß aufgeschlagen ist. Das war ja damals mit Mobilcom, mit Gerhard Schmidt, mit diesen UMTS-Aktien oder Lizenzen, die da vergeben wurden, diese Milliardenbeträge, das im Rundenverfahren ja damals ausgeschrieben wurde. Und das hat ja der Gerhard Schmidt hatte dann damals ja dann, das praktisch gewonnen und ist dann ja ein paar Jahre später praktisch in die Insolvenz gegangen. Das war ja ein ganz großer Aufreger damals in Schleswig-Holstein. Da wurden ja in der Heimat, wo Gerhard Schmidt wohnte, da wurden in Lürschau wurden ja rauschende Feste gefeiert. Und dann, wie gesagt, ging er in die Insolvenz und dann sind ja große Aktienpakete auf seine Frau Sibylle Schmid sind dann überschrieben worden und die hat ja Wolfgang Kubicki in Liechtenstein verwaltet. Also die liefen über ein Konto von Wolfgang Kubicki. Und Wolfgang Kubicki ist ja engagiert worden, weil die ja Schadenersatzforderungen auch an France Telecom unterstellen wollten. Nur diese Prozesse kosteten ja Geld. Und dafür hat Kubicki dann klugerweise die Firma Alvarez Reis GmbH gegründet, die extra nur dafür zuständig war, diese Prozesskosten oder diese Prozesse abzuwickeln. Und da kam ja von hinten rum anscheinend über Liechtenstein, das Geld ist ja anscheinend, wie sich das herausstellte, von Sibylle Schmidt-Sindram bezahlt worden, auf diese Firma hier von Wolfgang Kubicki. Nur das Ganze hat wohl anscheinend irgendwie nicht so richtig hingehauen. Und diese Firma ist im Jahr 2017, hat er die in die Insolvenz gejagt praktisch oder abgewickelt. Und dann dazwischen hat Wolfgang Kubicki noch die Waterkant Immobilien GmbH gegründet und die Geschäftsführerin später wurde Sibylle Schmidt-Sindram. Und die haben es dann tatsächlich geschafft, diese Immobilien, die ja Gerhard Schmidt auch in Kiel angefangen hatte zu bauen, einen großen Gebäudekomplex oder zum Vermieten, den haben die dann tatsächlich geschafft, den für 13,5 Millionen wieder zu erwerben. Und nun wollte Schmidt-Sindram hat ja dann angefangen, noch in Schleswig einen großen Immobilienkomplex zu bauen. Und der wurde dann immer teurer und teurer. Und dann ist die VR-Bank mit dem Michael Möller hier eingesprungen und hat ihr immer fleißig Geld gegeben, sodass sie zuletzt bei 65 Millionen gelandet sind. Und für diese ganzen Machenschaften, auch mit dieser Firma Alvarez und mit diesen Aktien, die in Liechtenstein dahingeschoben wurden oder rüber transferiert wurden, hatte sie natürlich auch der Staatsanwalt interessiert. Und
Da hat das wohl anscheinend, ist das Verfahren dann wohl eingestellt worden, hat die Schmidt sind dann wohl der 50.000 Euro anscheinend bezahlt, so wenn ich das richtig gelesen habe. Also man sieht, Wolfgang Kubicki ist in allen Sachen oder auch mit Cum-Ex, wo die Skandale sind, die vertritt er ja auch. Also überall, wo große Skandale sind und wo großes Geld geschoben wird, Wolfgang Kubicki ist mit an vorderster Spitze dabei. Deswegen hat er ja auch nie ein Mandat in Schleswig-Holstein angetreten. Da war er schlau genug, dann könnte er das ja alles gar nicht damit verbinden oder dürfte das gar nicht machen. Und wie gesagt, und diese Waterkant Immobilien GmbH, ich weiß nicht, ob er da jetzt auch immer noch drin ist, das kann ich noch nicht so richtig rauskriegen, weil die ist jetzt auch bei uns in Breglum auf einmal gemeldet, ja, oder angemeldet, diese Firma. Und die ist darauf spezialisiert, Grundstücke zu besorgen, die für Industrie oder für gute Wohnobjekte gebraucht werden, bevorzugt in Wasserlage oder in Wassernähe. Nun fragt man sich natürlich immer, wie die das schaffen, immer an diese Grundstücke ranzukommen. Und wie gesagt, und ich wurde dann natürlich auch hellhörig mit der VR-Bank, weil die Schmidt-Syndrom hat ja dieses Objekt in Schleswig auf die Königswiesen gebaut. Und da hat ja auch die VR-Bank damals einen großen das große Bürogebäude gebaut. Und die VR-Bank ist ja sowieso mein Lieblingsgegner geworden inzwischen, weil ich da ja mit ihr zu tun habe, mit diesen ganzen Finanzierungen, wo die Bürgerwindparks, wo die praktisch die Landwirte ja auf eine Art alle betrogen worden sind, weil sie in diese Bürgerwindparks reingedrängt wurden, mit rechtswidrigen Mitteln, worüber ich ja schon immer berichte. Und wie gesagt, das ist alles ein Geklüngel, was sich hier abspielt. Und Wolfgang Kubicki, wie gesagt, er mischt überall immer fleißig mit dazwischen. Und wie gesagt, er weiß auch ganz genau diese Machenschaft mit diesen Bürgerwindparks, die sich hier abspielen, dass das festgelegt worden ist als Bürgerwindpark, dass das eigentlich rechtswidrig ist. Das weiß er auch ganz genau. Und das ist, weil er ja damals auch mit in der Regierung war, als praktisch hier Peter Hardy Carstensen an der Regierung war mit der CDU. Also er weiß ganz genau, was los ist, aber er ist immer schlau genug, sich nicht weit genug nach vorne zu lehnen. Aber überall hält er seine Finger mit rein. Und wie gesagt, für mich ist er doch eine recht zwielichtige Person. Und wenn man ihn im Bundestag so sieht, wie er den Obervater da spielt und dieses Kasperle-Theater, wenn da die Fragen gestellt werden und keine Zeitüberschreibung und dies und das. Er bringt das zwar immer ganz charmant rüber, aber der ist nicht zu unterschätzen als Politiker. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch ein Interview von ihm gefunden im Internet. Das heißt, Wolfgang Kubicki, ich höre das Gras wachsen vom 6.12.2018. Also ein ganz interessantes Interview. Und da ist er ja auch zu verschiedenen Sachen, das ist natürlich zu lang, um das vorzustellen, gefragt worden. Und da hat er auch gefragt, hat der Moderator gefragt, Frage in Schleswig-Holstein, Ihrer politischen Heimat, ereignete sich vor langer Zeit die Barschel-Affäre, gefolgt von der Engelholm-Affäre, gefolgt von anderen politischen Skandalen. In Schleswig-Holstein ein besonderes kriminelles Bundesland. Und dann sagt er, praktisch, Schleswig-Holstein ist nicht krimineller als andere Bundesländer auch. Aber wie gesagt, es ist, man kann das Land aber schnell abriegeln. Im Süden ist die Elbe, im Norden ist Dänemark und rechts und links sind die Ostsee und die Nordsee. Man kommt schlecht raus. Also zieht man sich besser ins Regierungsviertel zurück, um politische Verbrechen zu begehen? Kubicki, das lässt sich aus der Geschichte erklären. Schleswig-Holstein war nach dem Krieg durchsetzt von Nazis, die unter falschen Namen herumliefen oder untertauchen konnten. Viele von ihnen waren auch in der Justiz und der Politik aktiv. So hielt sich lange ein System, das durch Intrigen, Unwahrheiten und schmutzige Methoden das gesellschaftliche Leben bestimmt hat. Ich bin so aufgewachsen. Ich habe das alles mitbekommen und gelernt. Wie hat sie das geprägt? Kubicki, ich bin davor gefeit, auf schmutzige Methoden anderer Leute hereinzufallen. Ich höre das Gras wachsen, bevor es eingesät wird. Ich wäre nicht 28 Jahre lang unangefochten an der Spitze der FDP dieses Bundeslandes gewesen, wenn ich diese Fähigkeit nicht besäße. Das gilt für Ralf Stegner von der SPD genauso, auch für den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck. Der würde es so philosophischer ausdrücken. Jeder von uns aus Schleswig-Holstein hat eine Witterung für potenzielle Gefahren. Das gehört zu unserem politischen Handwerkszeug. Das erklärt auch meine Hassliebe zu Ralf Stegner. Und denn
schreibt er noch ein bisschen mehr hier drüber, das ist noch nicht ganz so wichtig. Die nächste Frage, Kubicki, ich erlebe im Bundestag ähnliche Persönlichkeiten wie Stegner, Menschen von ähnlicher rhetorischer Qualität, aber er hat im Landtag in Thiel keine Typen mehr wie mich. Und dann kommen Sie nochmal auf die Mülldeponie dazu. Da spricht er natürlich auch drüber, über seine Selbstmordgedanken und das. Das lasse ich mal aus. Und dann kommen Sie zu seinem speziellen Freund Möllemann, der sich ja auch das Leben genommen hat damals. Und dann ist es die Frage, Möllemann war Ihr Freund. Er war eine Weile der Leitwolf der FDP und brachte sich im Jahr 2003 bei einem Fallschirmsprung um. Haben Sie noch seinen Brief, den er bei Ihnen hinterlegte, für den Fall, dass ihm was passiert? Kubicki, natürlich, er stand nicht viel drin. Zwei belanglose Kontoauszüge steckten in dem Umschlag. Außerdem ein Brief mit der Bitte, dass ich mich um seine Familie kümmern möge. Und die Mitteilung, dass ihm eine bestimmte Person noch 1 Million Euro schulde. Dieses Geld soll ich eintreiben. Wer ist diese Person? Ein Politiker? Kubicki, dazu will ich nichts sagen. Kein Politiker. Ein Geschäftsmann? Ein Geschäftsmann. Ja, Möllemann hatte viele Verträge. Und jetzt pass mal auf, mit deutschen Konzernen, für die er im arabischen Raum Geschäfte anbahnte. Es ging um Provision, falls bestimmte Projekte zustande kamen, um große Geldsummen, um U-Bahn, Raffinerien und so weiter. Aus einem dieser verschiedenen Projekte wäre wohl Zahlung fällig gewesen. Und haben Sie versucht, die Millionen abzuholen? Kubicki, ja, aber ohne Erfolg. Möllemann hatte mir keine Belege hinterlassen. Dieser Umschlag war nichts wert. Es gab nicht einmal Unterlagen, um die Erbschaft zu regeln. Keine Mitteilung an die Ehefrau, gar nichts von Bedeutung. Und ich dachte, Jürgen, was bist du für ein Eierarsch? Du lässt uns alle ratlos zurück. Und das kann man im Endeffekt so sagen, dass die Politik schon immer irgendwie ein furchtbar dreckiges Geschäft war und dass da Sachen gemacht worden sind. Und heute haben die eigentlich im Endeffekt auch im Zuge dieser sogenannten Energiewende haben die ja schon im Endeffekt alle Hemmungen verloren. Und tragen es jetzt da ganz offen aus. Sie brauchen es gar nicht mal so zu verbergen wie früher. Denn da hat man ja noch ein bisschen rätseln müssen. Ist da irgendwas gelaufen oder nicht? Heute weiß man das. Es läuft was und jede Menge. Und die verbergen es heute nicht mal mehr. Und diese ganzen Typen alle, die mischen mit und die wissen genau, wie sie es machen wollen. Die haben aus der damaligen Zeit haben die gelernt.